Video heute zeige ich euch, wie ihr realistisch Augenbrauen zeichnen lernen könnt. Dafür schauen wir uns als erstes an, wie die einzelnen Härchen gezeichnet werden sollten. Die Härchen sollten nämlich ihre dickste Stelle am Anfang haben und dann immer dünner werden. Außerdem sollten sie nicht komplett gerade, sondern leicht gebogen und auch nicht parallel zueinander sein. Dann solltet ihr die Härchen der Augenbrauen auch so einzeichnen, dass sie hin und wieder überlappen. Um damit jetzt realistische Augenbrauen zeichnen zu können, deutet ihr ganz leicht und schwungvoll ein paar Härchen an und legt somit grob die Form der Augenbrauen fest. Man könnte die Form der Augenbrauen natürlich auch mit einer Außenlinie festlegen und einzeichnen. Allerdings muss man dabei darauf achten, die Linie nicht zu fest einzuzeichnen, weil die Augenbrauen am Rand eher heller als in der Mitte sein sollten und eine Außenlinie eher unnatürlich aussieht, auch wenn man versucht, sie hinterher auszuradieren. Wenn die Form grob festgelegt ist, könnt ihr die Augenbrauen mit den restlichen Härchen ausfüllen. Achtet dabei auf die Wuchsrichtung der Härchen, also wo die Härchen wachsen und in welche Richtung sie sich biegen. Dafür könnt ihr zum Beispiel wieder ein Referenzfoto nebendran legen. Und wie eben schon gesagt, die meisten Härchen treffen sich in der Mitte. Das bedeutet, dass die Augenbrauen an dieser Stelle am dunkelsten sein sollten. Wie auch beim Schattieren gilt hier, dass man langsam nach und nach die Linien aufeinander aufbauen sollte. Versucht also nicht direkt von Anfang an dicke und dunkle Härchen einzuzeichnen, sondern geht einfach immer wieder mit 9 Strichen über eine bestimmte Stelle drüber. Ich hoffe, euch hat mein Video zum realistischen Augenbrauen zeichnen lernen gefallen und vor allem geholfen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo da. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Video.